So Leute, willkommen zurück zu Gibbes, A Cthulhu Adventure. Mir ist was aufgefallen, ihr habt mir nicht geschrieben, aber euch war es wahrscheinlich auch klar. Hier in der Mitte ist auch noch so ein Pad. Und wir hören mal, was es dazu sagt. Worms and flies. Okay, das hilft mir jetzt leider recht wenig, muss ich sagen. Aber wir gucken mal hier rein. Das heißt, vier Sachen in der Mitte. Das heißt, wir brauchen irgendwas. Drei rechts, drei links, vier Mitte. Hier hätten wir drei, drei, vier. Das wird passen vom Muster her. Das ist auch das Einzige, was passt, glaube ich. Ich sehe zumindest sonst nichts. Hier hätten wir drei. Naja, das passt auch nicht wirklich. Zumindest nichts, was ich jetzt so identifizieren könnte. Wollen wir es mal probieren? Das heißt, links, rechts, Mitte. Das hatten wir ja, glaube ich, alles eingestellt. Dann probieren wir mal das da. Bogen. Keine Ahnung. Trichter. Was auch immer das Rechte ist. Ach, Moment. Hier kann ich nur das da machen. Da kann ich ja keine Richtung angeben. Okay. Bogen war das erste, ne? Das letzte war dieser komische Kreis. Das hier war der Trichter. War das hier der Trichter oder? Weiß ich nicht. Und was war das Symbol? Das hier, glaube ich. Food is plentiful and the little one grows steadily. Guck nochmal, dass ich jetzt auch keinen Fehler gemacht habe. Ne, das ist so ein Dreieck oben. Oder das sind die Symbole, die hier halt drauf rumlaufen. Also das da scheint es nicht zu sein. Das hier müsste es sein, oder? Oder das da? Ich glaube das hier. Sehe sonst zumindest keins. Nehmen wir mal das da. As tempting as it is, I'll pass. Weil hier auf den anderen Bildern, da erkenne ich halt nichts, was uns irgendwie hilft. Das da, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das Symbol stimmt. Aber es... Obwohl, das sieht eigentlich nicht gut aus, ne? Entweder das oder das da. Mal das da machen. Ob irgendwas passiert? Waren die Symbole denn richtig? Weiß auch keiner, ne? Das sieht aus wie eine 5. Brauchen wir vielleicht die Symbole, die hier drauf erscheinen? Fünf, X. Abgehacktes Männlichzeichen? Was auch immer das ist. Dann wieder 5. Das sind 4 Symbole. Wollen wir mal die probieren? Aber wir haben hier nichts, was aussieht wie eine 5. Und auch nicht wie die anderen Symbole. Das heißt, das fällt schon mal flach. Hä? Hat sich was notiert? Ah. Es gibt symmetrische Bedienfelder an etwas, das wie Türen aussieht, links und rechts vom Labor. Die benötigten Zugangscodes scheinen eine Kombination aus Richtungspfeilen zu sein und etwas, was ich für ein seltsames Alphabet halte. Die Papiere, die auf dem Schreibtisch des Metzgers liegen, sind in dieser seltsamen Sprache, mit Ausnahme der Buchstabe MCHK,
Was ist das? Vielleicht ist hier drin etwas, was mich darüber informieren könnte, was die vier Buchstaben auf dem Bedienfeld sind. Ja, das wüsste ich gerne. And you shall breathe true life. Who? True life? Was it dead to begin with? Ah, ich mach nochmal hier Leertaste. Instrumente, Papiere, Bücher, mehr Bücher, seltsame Staubhügel. Kann ich damit vielleicht was machen? Ugh, no. Huddle! Huddle! Nee, da. What? Do as father tells you, little one. These are not for you. They're no use to me. Ich stelle mich wahrscheinlich gerade einfach nur doof an. Worms. Worms. Flies. Also ich denke, es hat was mit M Dingsbums zu tun. Warte mal, wie viele Buchstaben sind das? Das sind 3, 6, 7. 7 mal 3 sind 21, plus 5 sind 26. Also genau unser Alphabet. Das bedeutet, wenn das erste... Der wievielte Buchstabe ist ein M? Moment, der dritte ist ein C. Nee. Jetzt muss ich die Buchstaben nochmal angucken. Wir machen das mal wirklich einfach bloß wie ein Alphabet, okay? M, C, H, K. Okay. Jetzt müsste ich wissen, ich komme mir gerade ein bisschen doof vor, wenn ich das jetzt hier hier onscreen mache. Also C ist der dritte, nehmen wir das mal. H ist der, warte mal, F ist der sechste. Das heißt der achte, das bedeutet der hier. M. Das müsste der 13. sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das heißt, der da. Und das letzte ist ein K. Das heißt, der 11. 8, 9, 10, 11. Nee, da habe ich mich irgendwo vertan. Warte mal. 7, 8, 9, 10, 11. Der hier. Habe ich mich jetzt verzählt? Point. Aber das müsste stimmen. Habe ich den Buchstaben vertan? M, C, H, K. Ich zähle jetzt nochmal nach. M. Ich habe auch das 13. Feld für M genommen. Das da. Weil rund dazu wird es keinen Sinn ergeben. Das muss so sein. Das ist das 13., oder? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja. C ist das dritte. Ist das da? Ja. Das da. Sehen die nicht auch schon so ein bisschen aus wie ihre Gegenstücke? Also stellenweise. Das hier sieht aus wie ein H. Das da sieht aus wie ein C. Das da muss aussehen wie ein K. Wie sieht's jetzt aus? Jetzt sieht's so aus. Das sieht auch nicht aus wie ein Z, sondern mehr wie ein Y. Das sieht auch aus wie ein Y. Sieht alles aus wie ein Y. B, C, D, E, F, G, H, I, J. K. Moment. Hm? A, B, C, D, E, F.
G-H-I-J-K-L-M. Ich habe einfach den falschen Buchstaben angedrückt. Ich Vollidiot, ich habe einfach das falsche Ding gedrückt. Okay, ich kann nichts davon lesen. Nothing on the cover but a triangle. This better not be written in gibberish. Doch, ist es. Was hat er aufgeschrieben? MCHK, oder besser gesagt, die entsprechenden Buchstaben in der Metzgersprache waren der Zugangscode. Jetzt blättere ich durch, was ich für eine Art Tagebuch halte. Rest, friend. Okay. Aha. Hier haben wir 3 nach links. Okay. Aber nach rechts haben wir nichts. Das heißt, wir müssen jetzt links nehmen. Okay, ich hoffe, ich kann mir die merken. Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, ich habe sie jetzt schon wieder vergessen. Das hier war, glaube ich, das letzte. Ich muss mir das nochmal angucken. Warte mal, ich mache einfach mal... Was haltet ihr denn davon? Ich mache einfach mal mit dem Handy ein Bild. Warum machen wir es uns denn so schwer? So. Jetzt habe ich hier auf meinem Handy ein Bild. Und jetzt können wir da einfach mal nachgucken. Ich habe übrigens keinen Timer laufen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Muss ich gleich mal nachgucken. So, nee. Das ist falsch. Das muss in die Mitte. Das heißt, in der Mitte wäre ein A. Das rechte ist das hier, glaube ich. Oder das da. Eins von beiden. Nee, das hier unten müsste... Ich glaube, es ist das hier unten. Und das links, das kann ich ganz schwer erkennen, aber es hat unten so einen Bogen drin. Und oben eher was Flaches. Gibt es hier irgendeins, das... Das hier. Aha. Zerrissener Stoff. It's a small piece of ripped cloth caught on the edge here. Idiot! Left toward the bay, right toward the EOD! Get it through your thick skull! Oh, okay. Ich habe das Mal des Jägers mit dem zerrissenen Stoffstück benutzt. Jemand hat geschrien, links zur Bay, rechts zum EOD. Aha. The flesh will not stay merry, Moment, was war hier links? Abgrund. Ne, wir nehmen erst nochmal den zerrissenen Stoff. I really don't need it. Maybe just its story. Okay. Whatever passage used to be here, it's now a big, black, intimidating hole. I'm not really into exploring huge chasms with no bottom to be seen. Take it down. Okay, wir können aber die Kiesel runterwerfen, um zu gucken, wie tief es ist. I think I need this. Okay. Ah, rechts zum EOD. Ah. EOD, natürlich. E. Das fünfte. O. Das ist, glaube ich, das hier. D. Ich habe das jetzt einfach bloß von der Optik her gemacht. Ich habe keine Ahnung. Das ist so. Ha. Ich habe ehrlich gesagt geraten, nur von der Form. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgezählt. Und auswendig wusste ich das recht nicht. And what did we do? Trusted the butcher, put our faith in the carnifex. Double-crossed by that freak. Denying the dreamer his meal, running away with it. That was his payment for our stupid misplaced loyalty.
How do you think this looks like in the eyes of Father Dagon, huh? And I tell you right now, it is as clear as pure seawater to me that the Starry Knowledge was always behind that lunatic. I know some of you do not see the Starry Fools as a threat. Ha! You think me mad? You think I am making this up? This very night, a false preacher was spouting blasphemies about Mother Hydra and Father Dagon right outside the Finman house. Good thing a true believer cast the first stone. Well, egg. And the crowd swiftly dealt with the poisonous snake. But it happened. Truly it has happened in our Fishmouth during our festival. Ja, das waren wir. Okay. Wir haben es in den nächsten Raum geschafft. Ich würde aber sagen, das reicht mal für heute. Ich weiß nicht, wie lang der Part jetzt ist. Ich gucke mal ganz kurz nach. Es tut mir leid. Ich möchte jetzt bloß ungern den Part vorzeitig beenden. Ja, 16 Minuten, das reicht. Leute, ihr lasst mir jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns... What have we done, brothers? Wir sehen uns, wenn es weitergeht. Mit Gibbous the Cthulhu Adventure. Bis dann, euer Wolf.